begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Freundschaften schließen, Traditionen pflegen. Das war das Treffen der Partnergemeinde in Nimes. Kulturprogramm, Jubiläumsfeierlichkeiten, Sommerfest in Bonhard. Ungarndeutsche Stücke, gute Gemeinschaft. So bereitet sich die Mitwirkende auf das diesjährige Akkordeonfestival vor. Die Gemeindepartnerschaft zwischen Nimes und Rasdorf in Deutschland reicht mehrere Jahrzehnte zurück. In diesem Jahr reisten Einwohner aus Rasdorf nach Ungarn, um lang vermisste Freunde zu treffen. Die örtliche Selbstverwaltung, die deutsche Selbstverwaltung und der Verein Völkerfreundschaft begrüßte die Gäste mit einem bunten Programm. In diesem Jahr nahmen auch Jugendliche an der Reise teil. Während des langen Wochenendes wurde die Verbindung zwischen deutschen und ungarischen Jugendlichen gestärkt. So, hat sehr viel Spaß gemacht, haben viele coole Sachen erlebt, war ein schönes Programm. Und ich denke, die Gemeinschaft zwischen den Ungarnern und uns, also wir aus Rasdorf, das war wirklich gut diesmal wieder. Und ja, war ein schönes Wochenende. Am besten fand ich es gestern Abend, wo wir zusammen im Zelt, wie heißt der Tanz? Czardacz getanzt haben. Im vergangenen Jahr hatten Jugendliche aus Nimes die Gelegenheit, nach Deutschland zu reisen, wo sie bereits gute Beziehungen zu den Rasdorfern aufgebaut hatten. Aufgrund ihrer Freundschaften planen sie, in den kommenden Jahren wiederzukommen. Letztes Jahr, wir kamen schon ganz gut mit den Jugendlichen hier aus Nimes zurecht. Wir haben viel mit denen unternommen und es hat einfach Spaß gemacht mit denen. Wir haben uns sofort verstanden und wir sind auch wieder hierher gekommen und haben uns auch gleich wieder sofort verstanden. Es war sehr schön. Die Partnerschaft zwischen den beiden Dörfern reichen Jahrzehnte zurück. Schon damals spielte sie eine wichtige Rolle im kulturellen Leben der Dörfer, denn sie ermöglichte es den Reisenden, nicht nur die Kultur des anderen Landes kennenzulernen, sondern auch Freundschaften zu schließen. Für Jürgen Hahn, Bürgermeister von Rasdorf, ist diese Partnerschaft deshalb etwas Besonderes. Die Partnerschaft ist 1989 schriftlich vereinbart worden, 1989 in Rasdorf, 1990 hier in Nimes und besteht jetzt mittlerweile seit 35 Jahren. Und das Besondere dieser Partnerschaft ist, dass es keine reine Gemeindepartnerschaft ist, sondern dass es eine reine Gemeinde- und Bürgerpartnerschaft ist, die hauptsächlich von Bürgerinnen und Bürgern der beiden Orte gelebt wird, ohne dass die Politik, die Verantwortlichen der Gemeinde immer sagen müssen, du oder du, ihr müsst jetzt da hinfahren, sondern wird von den Bürgern getragen. Und das ist, glaube ich, das Besondere und auch das Wichtige an der Partnerschaft, dass sie einmal so lange schon besteht und auch hoffentlich noch viele Jahre bestehen wird, weil es, wie gesagt, eine Aktivität der Bürgerschaft ist. Und sie trägt unheimlich dazu bei, in unserem speziellen Fall, die Kultur und die Werte und die Feste, die vor 300 Jahren aus dem Fuldaer Raum hier nach Nimes mitgenommen worden sind, für uns als Rasdorfer, wenn wir hierher kommen, zu erleben, wie das alles erhalten worden ist. Und das ist für unsere Jugendlichen ganz, ganz wichtig, zu sehen, wie man Sitten, Gebräuche und Traditionen bewahrt. Und wir machen immer wieder die Feststellung, wenn wir junge Leute mit hierher gebracht haben, die dann mit einem ganz anderen, einer ganz anderen Ansicht und auch mit viel Erfahrung dann wieder nach Hause kommen und überrascht sind, wie so eine Tradition über so eine lange Zeit weitergetragen wird. Das ist, glaube ich, so das Besondere an unserer Partnerschaft und können wir sowohl in Nimes als auch in Rasdorf ganz, ganz stolz drauf sein.
Die Besucher aus Rahlsdorf verbrachten ein langes Wochenende in Limesch. Die örtliche Selbstverwaltung, die deutsche Selbstverwaltung und der Verein Völkerfreundschaft hatten ein buntes und abwechslungsreiches Kulturprogramm für die Gäste vorbereitet. Sie bemühten sich auch darum, dass die jungen Leute mehr Zeit miteinander verbringen konnten. Unsere Gäste aus Rahlsdorf haben 3 wunderschöne Tage hier bei uns in Ungarn verbracht und wir haben für sie ein reichhaltiges Programm zusammengestellt, damit sie auch vieles mitnehmen und miterleben können. Natürlich haben wir hohen Wert auf die Traditionen gelegt und natürlich auch darauf, dass sie Kontakte aufbauen können, auch gemeinsam Zeit verbringen können und Freundschaften entwickeln werden kann. Es ist uns eine große Freude, dass so viele Jugendliche auch aus Rahlsdorf mitgekommen sind und auch die Jugendlichen aus Nimesch daran beteiligt haben. Sie haben beide Gruppen gerne an unserem Programm teilgenommen. Der heutige Tag ist unser letzter Tag und heute haben wir ja unsere Festveranstaltung hier im Festzelt. Wir haben ein Kulturprogramm für Sie organisiert. Die 9 Granauer Musikanten treten auf und danach können Sie die Nimescher Kulturgruppen auch sehen. Die junge Hipster-Tanzgruppe und danach die Akkordeonkapelle und auch den Sonnenblumenchor. Dank dieser Gemeindepartnerschaft sind im Laufe der Jahre unzählige Freundschaften entstanden. Deshalb sind diese Gelegenheit so wichtig, sagte Silvia Oceli-Göndötsch, Vorsitzende des Vereins Völkerfreundschaft. Einerseits ist es sehr wichtig, dass man dadurch viele Leute kennenlernen kann und Freundschaften entwickelt werden können. Und es ist ja sehr schön, wenn auch nach langen Jahren diese Freundschaften auch existieren. Und ich denke, in der heutigen Zeit, wo die Grenzen geöffnet sind und man frei reisen kann, ist das halt sehr wichtig, dass man Kontakte hat, sehr viele Kontakte und auch gute Freundschaften. Und so eine Partnerschaft ist eine gute Grundlage vielleicht, dass man so Partnerschaften, Freundschaften halt bilden kann. Sowohl Rahlsdorf als auch Nimesch bereiten sich bereits auf das nächste Jahr vor, denn im nächsten Sommer haben die Nimescher die Möglichkeit, nach Rahlsdorf zu reisen. Für unsere Partnergemeinde ist es auch sehr wichtig, dass ihre Jugendlichen auch an diesem Programm teilnehmen und aktiv sind. Und deswegen werden auch unsere Jugendlichen angesprochen, dabei mitzumachen. Also wir planen halt eine Fahrt im Sommer und wir hoffen auf eine Fortsetzung, dass wir vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder auch bald in 15 Jahren ein schönes Jubiläum feiern werden können. Sie hoffen, dass diese Gemeindepartnerschaft noch lange besteht. Erfreulicherweise sehen die Organisatoren gute Chancen dafür, dass sich viele junge Menschen an den Aufgaben beteiligen und begeisterte Mitglieder des Organisationskomitees sind. Das lange Wochenende endete diesmal mit einer gemeinsamen Feier. Bonhard hat für die Besucher des Sommerfestes ein ganzes Wochenende voller Aktivitäten vorbereitet. Am Samstag wurden 2 Jubiläen gefeiert, das 35-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Wernau und Bonhard und das 300-jährige Jubiläum der deutschen Besiedlung. Der Sonntag drehte sich um ein buntes Kulturprogramm und die Aufrechterhaltung einer alten schwäbischen Tradition. Am 2. August-Wochenende erwartete die Besucher von Bonhard ein spannendes Veranstaltungsprogramm. Am ersten Tag des 2-tägigen Sommerfestes feierten die Gäste das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen der Gemeinde und der deutschen Stadt Wernau.
Az Ommerfest alkalmából egy egész programsorozatot terveztünk. Most szombaton kerül sor a Bonyhárd és Verna 35 éves jubileumára, valamint az Ulmerságtel átadására. Erre az alkalomra nagyon sok vendég érkezett a testvértelepüléseinkről, nem csak a delegációk, hanem ezen kívül még a vernai fiatalok is érkeztek, több mint 90 fővel, Treutlingenből több mint 40 fővel érkezett egy delegáció, valamint még Hochheimból is, tehát szép számmal vagyunk jelen itt Bonyhárdon, és nem csak erre a két eseményre érkeztünk, hanem ma még egy baba kiállítás átadása is lesz megnyitója, ugyanis Tilni Marika, a szexárdi híres babakészítő, vagy viseletkészítő, aki a Tolna megyei német viseleteket babára álmodta. Ebben most délután lesz egy kiállítása, ahol megtekinthető szinte az összes babája, amit eddig készített, és ez egy életmű kiállítás is egyben. Nagyon örülök, hogy ő erre vállalkozott. Die Partnerschaft zwischen Bernau und Bonyhárd gibt es jetzt seit 35 Jahren. Das ist eine unfassbar lange Zeit und die wird von sehr vielen Menschen in der Bevölkerung getragen, sowohl hier als auch bei uns im Schwäbischen. Vor allem natürlich die Volkstanzgruppen. Wir haben ein ungarn-deutsches Folklore-Ensemble, die da sehr engagiert sind. Und hier die Volkstanzgruppe Grenzlein. Auch die Feuerwehren sind da sehr engagiert. Und wir freuen uns auf die gegenseitigen Besuche, die regelmäßig stattfinden. Und so ging das, dass das jetzt schon seit 35 Jahren steht, diese Partnerschaft. Üblicherweise versucht man, sich jährlich zu besuchen. Das ist jetzt in den letzten Jahren etwas schwierig gewesen, weil man ja 2020 bis 2023 nicht so viel reisen konnte. Und jetzt sind wir, meine ich, seit 2019 das erste Mal wieder hier. Und wir werden jetzt nachher unsere Partnerstadt einladen, uns dann 2026 wieder zu besuchen, weil wir da ein großes Fest haben. Also so alle 1 bis 2 Jahre sieht man sich. Wobei es war letztes Jahr im Dezember eine Delegation aus Ungarn bei uns, weil mein Vorgänger verabschiedet worden ist. Ich bin seit Januar dieses Jahres im Amt und da war dann eben auch ein Besuch da, um die im Rahmen auch der partnerschaftlichen Kontakte dann eben die Leistung von meinem Vorgänger zu würdigen und da verabschieden. Christiane Krieger, Bürgermeisterin von Wernau, betonte, wie wichtig es für die Bewohner der deutschen Siedlung, deren Vorfahren aus Ungarn vertrieben worden ist, ihre Kultur zu pflegen. Es gibt, wie gesagt, das Ungarn-Deutsche Folklore-Ensemble, das auch sehr, sehr aktiv ist und auch viele Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort tanzen, auch Kinder, das ist total schön zu sehen, wenn dann so die ganz Kleinen dann in den Trachten da über die Bühne wirbeln, das ist sehr, sehr herzig. Wir haben eine sehr große ungarn-deutsche Community in Wernau. In den 50er, 60er Jahren, als viele vertrieben worden sind, haben sich in Wernau ganz, ganz viele Familien angesiedelt und der Zusammenhalt dort ist auch sehr stark, der Kontakt ist sehr gut. Und so gibt es dort auch viele Personen, die dann die gemeinsamen Erinnerungen hochhalten. Wir hatten auch von der Deutschen Bühne Ungarn jetzt vor wenigen Monaten einen Auftritt, wo es auch nochmal um diese Vertreibungshistorie ging. Da gibt es viele Personen, die sehr engagiert sind, um da auch die Geschichte und das Erinnern am Leben zu halten. Nach der Jubiläumsfeier wurde das Programm am Kreisverkehr in der Miklós-Zrínyi Straße fortgesetzt. Anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Besiedlung wurde ein Ummerschachter Denkmal enthüllt. Unter anderem hielt Ibolya Engländerné Hock, Vorsitzende der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, ein Rede vor dem Schiffskultur. Sie sprach auch über das Wanderschüssel-Projekt der LDU. Es ist für mich eine große Freude, im Namen der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen zum Anlass des 300-jährigen Jubiläums der Ansiedlung der Deutschen in Bonyhárd sprechen zu dürfen. Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen hat sich in ihrer Strategie die Herausgestaltung einer korrekten ungarndeutschen Erinnerungspolitik zum Ziel gesetzt. Unser Schlüssel hat in den vergangenen 1,5 Jahren 6.500 Kilometer in Ungarn zurückgelegt. Wir wollten mit diesem imaginären Schlüssel nicht nur das Interesse wecken, sondern auch die Herzen öffnen, die Gefühle rauslassen, die wir dann wiederum in Form von Beiträgen der Beteiligten in die Truhe sperrten, um sie zu bewahren. Am Sonntagmorgen wurde eine alte schwäbische Tradition wiederbelebt, die Kräuterweihe.
Der Überlieferung nach kamen die ungarndeutschen Familien, die hier angesiedelt wurden, zum Festgottesdienst mit 3 bis 3 Sträußen, die vor dem Gottesdienst vom Pfarrer gesegnet wurden. Nach der Rückkehr wurden 2 Sträuße zu Hause aufgestellt und eine wurde am Nachmittag in die Kirche gebracht. Als die Kirche ein Jahr später aufgeräumt wurde, wurden die Sträuße angezündet. Holnap pedig sor kerül a Zomerfest második napjára, amikor délelőtt elmegyünk a templomba és megszenteljük a gyógyfőcsokrokat. Ezt megelőzte már a gyógynövények gyűjtése, csokorba kötése. Sajnos ebben az évben nagyon nagy a szárazság, és minden sokkal korábban volt, tehát nagyon sok virág már levirágzott, de azért sikerült így is több mint 300 csokrot kötniük a gyerekeknek. A magyarországi németek a bejövetelkor hozták magukkal ezt a szokást, és körülbelül 20 éve elevenítettük újból fel ezt a szokást, ugyanis Cikón, ez még élő volt, egy könyvben olvastam erről, ezt a katolikus németek gyakorolták ezt a szokást, és azt hiszem, hogy Bonyhádon ünnepeljük ezt a legnagyobb mértékben. Am letzten Tag des Sommerfestes erwartete die Besucher ein kulturelles Programm und ein Vielzahl von Auftritten. Délután pedig egy nagy kultúrműsor zárja az egész eseményt a Művöldési Központban, ahol több mint 400 fellépőnk lesz, és az ország különböző részeiről jönnek el Bonyhádra. Kézműves bemutató lesz, és nagyon-nagyon sok program, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenkinek meg tudunk felelni, és egy szép hétvégét töltünk együtt. Die zweitägige Veranstaltung in Bonhard endete mit einem Ball, bei dem die Band Junge Spatzen für gute Stimmung sorgte. Zum 8. Mal findet das Akkordeonfestival in 5 Kirchen statt. Wir haben mit unserem Team die Vorbereitungen besucht, denn in diesem Jahr wird das Publikum eine neue Zusammenstellung erleben. Das einwöchige Akkordeonfestival wird mit einem Konzert im Kodály-Zentrum abgeschlossen. Das Akkordeonfestival, das in 5 Kirchen eine lange Tradition hat, wird im Oktober stattfinden. Die Vorbereitungen auf das Festival können nicht früh genug beginnen und die Proben mit den Kindern laufen bereits seit August. A 8. Pécsi Harmonika Fesztiválra készülünk, itt a Lénau házban, mégpedig egy olyan projekttel, hogy szeretnénk egy kis zenekart létrehozni, ami arról szól, hogy az általános iskolás alsó tagozatos gyerekeket is bevonjuk a fesztivál programjába, illetve a műsorba, hiszen egyik egy ifjúsági zenekarunk volt, ami azt jelenti, hogy inkább a felső tagozat gimnazista korosztály vett benne részt, és most szeretnénk, hogy a kisebbek is szerepet kapjanak. És szeretném megköszönni a Lénauház támogatását, hogy ezen a héten biztosították itt nekünk a próba helyszínét. Kinder aus dem Komitat Branau kommen zu den Proben nach 5 Kirchen. Den ganzen August über und bis zum Beginn des Schuljahres werden sich die Lehrer mit den Schülern weiter vorbereiten, denn ein Orchester aus Grundschulkindern hat es noch nie gegeben. Ezen a héten kezdtük, így augusztus közepén, és hát innentől kezdve folyamatosan, ahogy indul a tanév, erre fogunk készülni a kiszenekarral, illetve a Baranya megyei ifjúsági zenekarral is. A gyerekek több Baranya vármegyei településről érkeznek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hangszert, a harmonikát népszerűsítsük, emellett a német nemzetiségi hagyományainkat is továbbadjuk a gyerekeknek, és ezeket koncertekkel is fellépjünk. Die Kinder können dank der 4 hochqualifizierten Lehrer Musik auf hohem Niveau lernen. Igen, összesen 4 harmonika tanár dolgozik. Kémindi Tamás, a Pécsi Liszt Ferenc zeneiskolából jöttek növendékek,
illetve Unstetter Ervin, ő a Himesházi, illetve a Mohácsi Zeneiskolából, és Adócki Aranko, pedig a Bói Zeneiskolai növendékeit hozta, és jó magam Durovics Dóra, én is a Pécsi Liszt-Ferenc Zeneiskolából, illetve a Mohácsi Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskolából hozok növendékeket. Das Ziel ist, die Traditionen weiterzugeben und die nächste Generation zu erziehen, sagt Dora Durovic. Glücklicherweise ist dies nicht nur das Ziel der Lehrer, sondern auch das der Eltern. In diesem Jahr spielen 24 Kinder in dem kleinen Orchester mit, was sich positiv auf die Gemeinschaft auswirken kann. Szeretnénk, mindenképp fontos, azért is a kis zenekar, hogy az utánpótlást kineveljük, illetve hogy tovább vigyék magának a hangszernek a hagyományát, illetve a nemzetiségi hagyományokat is. Hát különböző nyári táborokkal készülünk, és amint elkészülnek a darabok, ezt rengeteg gyakorlás is próbálőzi meg, akkor szeretnénk részt venni, hát Baranya vármegyében a különböző településeken is, akár műsorokkal, koncertekkel. Most jelenleg a kis zenekarban 24 növendék van, és nagyon lelkesen jöttek a nyári hűségben is a próbákra, úgyhogy ez nagyon biztató. Úgy gondolom, itt nagyon fontos a tanár szerepe is, tehát mi is igyekeztünk nagyon motiválni különböző programokkal, közös táborok, nagyon fontos minden négyünknél a közösség építés, a hagyományoknak a megőrzése, és hát itt a család szerepe is, a szülőknek a szerepe, hiszen ők hozzák el a próbára, és táplálják a zenei oktatást és a hagyományokat is. Mit dem kleinen Orchester bereitet man sich auf das Akkordeonfestival mit ungarndeutschen Stücken vor, haben aber auch viele Überraschungen auf Lager. So werden alle Altersgruppen dieses Programm genießen. Sok meglepetéssel is készülünk. Ezen a héten német nemzetiségi dalokat írtam át, és hát reméljük, hogy az októberi Harmonika Fesztiválra elkészül. Október 21-től kezdődik maga a Harmonika Fesztivál, rengeteg koncerttel, érdekes programmal, és október 27-én lesz a Kodály Központban a záró koncert, amelyre várunk mindenkit szeretettel. Im Rahmen der einwöchigen Veranstaltungsreihe des Akkordeonfestivals werden die Interessenten an mehreren Orten in der Stadt mit Programmen erwartet. Der Abschlussabend findet im Kodály-Zentrum statt, dieses Jahr am 27. Oktober. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.